es natürlich auch Momententwicklungen, die ganz erfreulich sind. Es gibt Konsensthemen, zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem berühmten Facharbeitermangel, kennt vermehrt jetzt, und das ist inzwischen auch ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit von Tür an Tür, dass die Anerkennung von Berufsabschlüssen wichtig wird, die Nachqualifizierung von ausgebildeten Menschen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir hier Spezialisten haben, die hier keinen Platz im Arbeitsleben finden. Und da ist im Augenblick festzustellen, dass sich da Interessen auch treffen. Einerseits das Interesse, Fachkräfte zu haben, Menschen aus der Sozialhilfe rauszukriegen und die Ressourcen zu nutzen. Und es ist im Augenblick ein Anerkennungsgesetz im bundesweiten auf dem Weg, wo man sagt, wir müssen schneller diese Qualifikationen, Abschlüsse anerkennen, wir müssen Leute schneller mit ihren Ressourcen, die sie mitbringen, mit ihren Kompetenzen in diesen Arbeitsmarkt integrieren. Da sind im Augenblick sehr erfreuliche Entwicklungen festzustellen, die natürlich auch mit unserer demografischen Situation zu tun haben und mit unserem Arbeitsmarktbedarf. Aber das ist in Ordnung, das halte ich für durchaus legitim. Wo es schwierig ist, ist das Thema Bürgerkriegsflüchtlinge, das möchte ich nochmal gerne ansprechen. Beispiel ist Tunesien. Wenn diese tunesischen Männer, die in Italien gelandet sind, angekommen sind, die irgendwo auch in den arabischen Randstaaten landen, wenn die hier sind, ankommen, dann sind es vielleicht nicht Asylbewerber im klassischen Sinn, als individuell politisch Verfolgte, aber es sind natürlich Bürgerkriegsflüchtlinge und sind Flüchtlinge, die mit diesen aktuellen Verwerfungen in Nordafrika nicht klarkommen. Und da gab es eigentlich ein interessantes Instrument Ende der 90er Jahre, als der Jugoslawien-Konflikt war, da hat man 3 Jahre lang Menschen aufgenommen und gesagt, du darfst 3 Jahre lang hierbleiben, du darfst hier Arbeit suchen und dann gehst du nach 3 Jahren. Da waren mehrere tausend Menschen aus Jugoslawien hier und die sind wieder gegangen. Wir sollten auch mit solchen Instrumenten arbeiten, weil es macht keinen Sinn, wenn wir nur dieses Tor Asyl haben, dann wandern natürlich, gehen viele durch dieses Tor Asyl, die eigentlich nicht reingehören. Wir hätten auch noch ein drittes Instrument, das heißt Resettlement. Wir könnten Gruppenpaar qua politische Entscheidung aufnehmen, sagen wir nehmen mehrere tausend, das hat auch die Bundesrepublik Deutschland gemacht, aus Syrien, Jordanien auf, Irak-Flüchtlinge ohne Asylverfahren. Mit diesen Instrumenten müsste anders gearbeitet werden. Und gerade jetzt im Augenblick mit diesem Thema Bürgerkriegsflüchtlinge in Nordafrika, da wäre jetzt einfach Handlungsbedarf da. Wir haben in Augsburg nur 1000 Asylbewerber im Augenblick, die in Unterkünften leben. Wir tun uns schon schwer, wir, in dem Fall die zuständige Regierung von Schwaben, neue Häuser zu finden. Das heißt, die jetzt für die Unterbringung zuständige Regierung ist darauf angewiesen, dass es entweder Vermieter gibt oder gutwillige Landräte oder Bürgermeister, die sagen, ich stelle ein Haus zur Verfügung. Und diese politischen Akteure haben natürlich Angst davor, wenn ich hier 50 Männer unterbringen muss, dann habe ich Theater mit der Nachbarschaft erstmal. In der Praxis zeigt sich, das funktioniert meistens. Das sage ich jetzt als Praktiker. Aber es ist immer mit Ängsten verbunden. Das heißt, im Augenblick haben wir auf einer kleinen Ebene das Thema, wie bringen wir Flüchtlinge besser unter. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte weg von der Wohnpflicht zum Wohnangebot, als Erstangebot. Man sollte die Landkreise und Städte in die Pflicht nehmen. Es gibt die Möglichkeit, in anderen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, zu sagen, die Zuständigkeit liegt bei den Kommunen und Landkreisen, nicht bei dem Staat. Weil der Staat ist immer auf gut Willen nach unten angewiesen und der muss es politisch durchsetzen. Tut er nicht, wenn von mir aus der Landrat gleicher politischer Couleur ist. Also wir haben ein paar strukturelle Probleme, die wir lösen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach zu sagen, wir haben kleine Zahlen. Von diesen über 50 Millionen haben wir ganz wenige in Mitteleuropa inzwischen. Man muss sich darüber klar werden, dass unser Beitrag bescheiden ist. Das ist, denke ich, muss in alle Köpfe. Und dann wächst vielleicht auch die Bereitschaft zu sagen, wir könnten ja doch Italien oder Griechenland mal ein paar Flüchtlinge abnehmen, weil wir sehen, dass diese Länder viel mehr belastet sind wie wir. Das wird aber nur gehen mit einem anderen Bewusstsein der Bevölkerung, weil das muss natürlich politisch durchgesetzt werden. Und das setzt viel Aufklärung, viel Bewusstwerdungsarbeit voraus und darf vor allem nicht in der Weise betrieben werden, wie es der italienische Innenminister betrieben hat, mit Panikmache zu sagen, jetzt haben wir Gott, wer weiß wie viele Menschen. So muss, ich denke, auf einer ganz ruhigen Sache eben sagen, wir haben nur diese 1000 in Augsburg, das macht 0,5% der Augsburger Stadtbevölkerung aus, kein Thema. Könnte man vielleicht auch noch 50 oder 100 mehr aufnehmen. Also das ist ein sehr schwieriger Prozess, der eigentlich ganz viel mit auch Psychologie zu tun hat, glaube ich. Wir sind ja in so vielen Dingen, haben wir heute auch erwähnt, eben eine fortgeschrittene Gesellschaft, mit manchen wenigen Sachen vielleicht sogar fortschrittlich. Aber eine Sache, die noch ganz unterentwickelt ist, ist eben überhaupt tatsächlich
die öffentliche und ich kann es sogar für den Raum bis in die Wissenschaft rein, die wissenschaftliche Wahrnehmung von Migrationsphänomenen. Also nur für meinen kleinen Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung kann man sagen, die Migrationsforschung, die ist hier in Deutschland noch nicht viel älter als 20 Jahre. Bis vor 20 Jahren waren das Untergebiete anderer soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Bereiche. Wir haben immerhin bei allen Irrtümern, aber es ist eine hochgradig auch spannende Entwicklung im angelsächsischen, insbesondere im US-amerikanischen Raum, eine jetzt über 100 Jahre alte Beschäftigung und auch Theoriebildung mit Migrationsphänomenen. Und da kann, muss ich sagen, also hier sind wir ein Entwicklungsland. Ganz klar, Deutschland ist also sowohl, würde ich sagen, in der politisch-gesellschaftlichen wie auch in der wissenschaftlichen Behandlung, ich sage das jetzt überhaupt von Migrationsphänomenen, weil diese Unterscheidung Flucht und freiwillige Migration ist, in manchen Fällen auch eben wird es immer schwieriger heutzutage zu sagen, wie weit ist es, handelt es sich hier eben um freiwillige oder Fluchtmigration, alles zusammengenommen sind Bereiche, die überhaupt erst in den letzten Jahren allmählich in die öffentliche, politische, wissenschaftliche Bewusstwerdung einwandern. Und dass das eigentlich ein positiver Prozess ist, zeigt sich daran, dass immerhin es inzwischen mehrheitsfähig geworden ist, von Deutschland, von einer Migrations-Einwanderungsgesellschaft auszugehen. Das wäre vor 20 Jahren die wenigen, die es gewusst haben, schon damals verbreitet haben. Also die wurden mit Unverständnis und Ablehnung gestraft dafür. Also das wäre für mich so eine Sache, dass sich doch was verändert. Irgendwann müssen wir aufhören zu fragen, wer ist die Mehrheit, die Minderheit oder wer hat Migrationshintergrund, wer hat keinen, weil wir haben alle Migrationshintergrund. Und das ist manchmal auch eine gefährliche Unterscheidung, die schon wichtig ist, wenn es um Spracherwerb geht und so, aber es ist ja im Grunde zu sagen, es gibt den Einheimischen, den Migranten. Und ich glaube, wichtig wäre zu sagen, wir müssen eine Gesellschaft finden, die einen Zusammenhalt hat. Wir werden zusammenleben in Zukunft. Und die Menschen werden aus unterschiedlichen Kulturen, Gruppen kommen. Und vielleicht diese Unterscheidung gar nicht mehr in dem Maße treffen. Ich denke, da müssen wir weiterkommen.